Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video stellen wir euch den Festrom 130er von KCH vor. Viel Spaß! Schätzchen. Also ein richtig, richtig geiler Stuhl, muss man sagen. Also optisch vorne der Blick, habt ihr eben auch gesehen, der gefällt mir echt richtig gut. Yes. Das Heck wiederum finde ich nicht so ganz gelungen, also die Rückleuchten und so. Ne? Aber vorne finde ich ihn sexy. Haube schick, richtig schick. Schick, wirklich. Wir haben hier einen 130er am Start. Er wird gebaut in ab 100 PS. Das ist ja so ein Mittelklasse-Schlepper, wenn du einen kompakten, schönen Frontlader oder so, sowas brauchst im Betrieb. Das finde ich toll, dass wir da stufenlos KCH sehen am Start mit 100 bis 130 PS. Und dieser hat jetzt auch fast Vollausstattung bis auf die Frontzapfwelle. Ist der super ausgestattet, der Träger. Mit natürlich einem edlen Frontlader dran von Quicke. Ja, den QS. Nee, den Q5S, ne? So heißt er, ne? Es ist schon was Besonderes, ne? Könnte man... Glaube schon, ne? Glaube schon. Also, ne? Wir sind jetzt nicht so im Thema, aber ich glaube, das ist schon ein guter Frontlader. Den Kollegen, den gibt es, glaube ich, seit Ende 19, ist KCH damit rausgekommen. Wir haben Marke und Wedemeyer hier oben bei uns im Norden, haben wir mal angefragt. Delef Borchers ist der Ansprechpartner, auch ein lieber netter Kollege. Wir haben früher schon miteinander zu tun gehabt und man kennt sich. Und der hat das möglich gemacht, dass wir hier mal so einen Vorführschlepper herkriegen, dass wir den mal vorstellen euch. Ja, es war schon lange im Gespräch. Ja. Hätte natürlich noch besser gepasst, wenn wir jetzt Shampoos gefahren hätten oder unser Holz gefahren hätten. Gut, jetzt ist es so, jetzt haben wir nicht so viel Arbeiten, aber trotzdem können wir ihn euch ja vorstellen. Ne? Ganz genau. Ja, wollen wir einfach mal rumgehen jetzt? Genau, würde ich auch sagen. Würde ich sagen, fangen wir hier vorne mal an. Diese Geschichte hier, ganz klar, mit dem Frontlader hängt das zusammen. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie kriege ich die Haube auf, wenn das Ding da hängt? Dazu haben sie sich hier vorne so eine Arretierung gemacht. Die zieht man auf beiden Seiten raus und dann kannst du das Ganze nach vorne klappen, wenn du den Oberlenker natürlich dann noch wegnimmst. Ja. Kannst du richtig schön Service an dem Schlepper auch machen und die Haube aufmachen. Ne? Ja, ganz genau. Ja, vernünftig verbaut hier, auch die Verriegelung. Mal ein anderes Patent hier mit dem Oberlenker. Und, oder meinst du, die Haube geht so auch auf? Versuch mal eben. Ich glaube, die schlägt da dann gegen, ne? Oder geht das? Geht das da gerade an längs? Nee, wird nichts, wird nichts. Lass uns sie mal eben. Da müssen wir sie mal eben vormachen, ne? Wir wollen ja. Ja, die Leute wollen ja auch die Haube sehen, ne? Ich mach das mal eben, Michi. So, den kann ja eigentlich so nach unten hängen. Und dann ziehe ich hier jetzt auch mal raus. Ganz einfach, eigentlich hier total easy. Du ziehst raus, bist raus. Und jetzt können wir die unten auf der Unterlenker, kann man die dann so rauflegen. Ja, schön vorsichtig. So. Sehr schön. Und jetzt muss ich noch mal eben, geht die Haube auch auf. Die geht. Da ist jetzt ein Band dran, die geht jetzt nicht weit auf. Du kannst die natürlich hier noch raushaken. Das können wir auch mal eben machen. Ich ziehe ein bisschen runter, hake die mal aus. Ja. So, und jetzt geht die natürlich richtig schön weit auf. Ja, und man hat natürlich volles Panorama. Ne? Das ist natürlich herrlich. Ne? Ja, und vor allem hier kommt es gut ran überall. Ne? Ja, man sieht, die Maschine hat schon 211 oder so Stunden ja. Gelaufen. Turbolader sieht man hier an der Seite schön. Klar, wie das immer so ist, heutzutage alles vollgepackt. Aber ich finde auch hier vorne, so beim Kühler, man kommt überall noch gut doch, ran. Doch, auch wenn du das hier so siehst. Luftfilter. Ne? Du kannst hier deine Keilriemen kontrollieren, du kannst vernünftig das Lüfterrad sehen. Da. Du wirst ja bestimmt auch dieses Blech noch wegnehmen können. Ne? Ja, das kannst du auch noch wegnehmen. Also das ist schon eine schöne Sache. Ich würde sagen, du kannst sie wieder zumachen.
Was mache ich? Schon langer Hebel, ne? Ja, gut, dass man den Bindfaden da dran hat. Wollen wir gleich einhaken wieder? Das würde ich auch sagen. Du hast dann immer, ich glaube, die Haube geht höher als die Kabine ist. Und da musst du natürlich aufpassen, wo du sie aufmachst, ne? Hast du das Band da auch drunter? Ja. Genau. So, wieder zu. So, jetzt kommt der wieder hoch. Das wieder hoch. Und dann hier wieder einhaken. Das haben die echt gut gemacht, ne? Das geht ganz schnell. Jetzt den Oberlenker noch eben. Zack. Also das ist wirklich ein schönes Patent. Also haben sie echt gut umgesetzt. Ich denke mal, dass die Konsole dann ja auch mit von Aloe kommt, ne? Ja. Das ist ja für jedes Modell passend entwickelt worden. Ja, hier vorne Steckdose, die siebenpolige. Dann haben wir noch eine dreipolige da unter, ne? Machen wir eben auf, glaube ich, ne? Dreipolige. Das sind Steuergeräte. Ja, das ist klar. Warte mal, die Kamera. Ja, ist dreipol. Aber das und Steuergeräte. Das finde ich ja schon im Block sexy verbaut, ne? Muss man ja echt sagen, ne? Genau. Das sieht doch echt gut aus. Ja, hier an der Seite, die Bedienung kann ich hier auch nochmal eben hinfilmen. Ja, wir haben hier einmal die Möglichkeit hoch und runter. Das kennt man ja. Und vorne dann auch noch die Betätigung für ein Steuergerät. Finde ich richtig gut, dass sie das auch vorne mit hingelegt haben. Ja, sprich, du hast einen hydraulischen Oberlenker, willst genau. Was anbauen, so eine Sachen. Geile Sache. Ja, die Kotflügel, die schwenken auch mit. Wenn er jetzt so, dass sie hierher gehen, dass das vernünftig funktioniert, denn der Platz ist ja dann auch beschränkt, ne? Auch hier schön mitgedacht, Diesel tanken, AdBlue tanken, man kommt ja eine vernünftige Höhe und man kommt richtig super ran, ne? Ja. Das muss man ganz klar sagen. Aufstieg finden wir nicht ganz so gut. Papa kann das mal eben demonstrieren, indem man mal aufsteigt. Aufsteigen geht gut, aber absteigen natürlich, ich weiß, man geht rückwärts runter. Ihr müsst euch vorstellen, das hier unten, das muss weiter raus, weil ich werde das jetzt mal eben demonstrieren. Das geht wunderbar. Obwohl das hier auch sehr eng gezogen ist, ne? Sehr eng gezogen, ne? Ja, für die 47er, ne? Ja. Und meistens, wollen wir ehrlich sein, klar, von der BG her sollst du rückwärts runtergehen, dann geht das auch. Aber du gehst ja so runter oft, genau. Wenn es schnell gehen soll. Und dann jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt dieser hier und der nächste, die müssen schon weiter raus. Ja. Ne? So sieht's aus. So sieht's aus, so. Außenspiegel, ordentliche Oschis, LED-Arbeitsscheinwerfer haben wir hier en masse dran. Man kann richtig schön Licht anmachen. Das finde ich richtig gut. Wir sind neulich im Dunkeln gefahren. Und dann hat er ja diese hier noch. Die bringen richtig was nach der Seite noch. Das, also, das ist richtig. Das ist richtig schön. Schön. So, ordentliche Schuhe auch. Eine vernünftige Grünlampereifung. Aber was wir dazu sagen müssen ist, ich hätte die Bereifung so nicht gewählt. Oder beziehungsweise die Felgen, die Einpresstiefe, die passt nicht. Wenn du mal ein bisschen rüber gehst, ja. Dann sieht das doch so ein bisschen merkwürdig aus, dass das Rad so weit raussteht. Normalerweise müsste das ja hier so sein, wenn man das vom Kotflügel her sieht. Da würde trotzdem 600er passen, du brauchst nur eine andere Felge. Genau. Und dann hast du auch hier nicht das Problem, dass der Reifen dir hier drinnen hängt, weil der dann ja unterm Kotflügel versenkt. Und hier ist ja mehr Platz, ne? Wir haben uns schon mal andere Schlepper im Netz eben angeguckt und da läuft diese Spur, die läuft hier. Genau. Und dann sieht das ganz anders aus. Sieht das auch ein bisschen schicker aus von hinten, finde ich persönlich. Gut, vielleicht haben sie die jetzt gerade so gehabt oder der braucht nie woanders. Keine Ahnung. Ja, was haben wir hier? ABS. Genau. Hat er auch am Start. Siebenpolige. Druckluft. Hier oben haben wir. Groß. Genau. Ja, Wischwasch kannst du da auch einfüllen. Der blaue Piepmatz hier. Kommst du auch ran von draußen. Jo. Und Oberlenker sitzt schön. Wir haben hier zwei elektrische Steuergeräte, einmal blau und einmal grün. Ja. Und dann haben wir noch hier grau und schwarz. Die sind mechanisch, sehen wir aber auch gleich in der Kabine. Und somit hat man hier ordentlich schon mal Steuergeräte. Load Sensing, die Geschichte ist auch dran. Das müsste hier die Powerleitung sein, Steuerleitung und der Rücklauf. Man kann hier auch noch mal Kugeln hinlegen, dass du dann hier die Unterlenkerkugeln raufschiebst. Gleich hinten hast du. Oder Oberlenker. Haben sie auch schön mitgedacht. Ausgleichsbehälter sitzen hier, kommst du auch gut ran. Kannst du hier mal eben ein bisschen Wasser ablassen. Ist schon ordentlich. Ja, die Verriegelung hier, das Patent funktioniert auch. Ja, hier haben sie jetzt so ein Schauglas. Da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, es gibt keinen Peilstab mehr hier hinten. Sieht man das auf der Kamera. Und auch nicht schlecht.
wird sich zeigen, wie stabil ist das Schauglas, wenn jetzt genau. mal richtig scheiße kommt. Ne? Ja, ja. Die sehen ja mitunter auch anders aus, die Träger, ne? Aber Zugmaul K80 hat er mit am Start, also hier schon einiges. Klar, auch hinten die Heckscheibe schön weit runtergeschnitten. Ordentliches Panorama, wenn du hinten rausguckst. Du kannst deine Unterlenker vernünftig sehen. Nummernschild sitzt da auch nicht so hier, schlecht, hier ne? oder? Das Nummern, nö. Geht eigentlich, ne? Oder das meinst geht. Du, das fährt man sich ab immer? Vielleicht, oder doch lieber Mitte? Ja, weiß ich nicht, du. Aber das haben die da. Oder ist das ein Vogel, der klappern kann? Nee, den kannst du schwenken, oder? Nee. Nö, aber das ist aber stabil. Rundumleuchte sitzt da. Die Rundumleuchte da am Start. Was wolltest du ihnen sagen? Was Michi zu Anfang sagte, da könnt ihr auch mal gucken. Das hätte man etwas, dieses hier so, ne? Aber das ist eben Geschmackssache. Hätte ein bisschen schicker sein können, ja. Ja, was wir hier an der Seite haben, ist auch eben schön auf beiden Seiten die Zapfwelle. Ist gerade schön, wenn du jetzt mit einem Pumptankwagen oder irgendwas unterwegs bist oder bist am Spülen. Hydraulik und auch sogar noch ein Steuergerät zu bedienen, ne? Load Sensing, sage ich schon. Lenksystem hat er auch oben schon die Vorrüstung, ist schon alles an Bord, braucht nur noch die Antenne und dann geht das los hier. Dann fährt der Träger auch selbstständig. Dann hat der Kollege die Sensoren schon. Vorrüstung ist schon da, ja. Jo. Ja, also der hat schon eine richtig, richtig schöne, saftige Ausstattung. Das Auspuffrohr finde ich auch gut, nicht zu fett. Manche bauen ja so doll auf. Er hat die ganze Geschichte noch mit unter dem Motorhaube bekommen. Ja, und dadurch sieht es hier draußen natürlich schön aufgeräumt aus. Ne? Ja, nicht so einen dicken Booster da. Ja, hier so einen schönen Schnellwechsler. Wenn du ihn öfter ab- und anbaust, sehr kompakt, geschmeidig. Wenn du öfter ab- und abbaust, ist das eine Pflichtausstattung. Ne? Ja. So wie bei unserem 745, der ist eigentlich ganzjährig da dran. Da brauchst du es nicht, dann kannst du dir die paar Euros sparen. Ne? Schneit ein bisschen, ne? Ja, fängt ein bisschen das Krümeln an. Aber sie haben ja oben auch schon den Schriftzug mit im Frontlader, ne? Also die drehen schon eine Nummer bei Quieke, ne? Oder bei Alö. Ja. Der meistverkaufte Frontlader von Marke und Wedemeyer. Wirklich. Sind auch super Frontlader. Ja. Aber wenn der Frontlader jetzt so ab ist, du hast ja gar nicht viel Konsolen hier, ne? Nee. Die haben sie hier unten, der Rahmen da. Dann geht das hinten einmal durch. Sehr schön, übersichtlich. Ist er jetzt voll eingeschlagen? Ja, das meine ziemlich, ich. Ne? Ja. Ja. Ja, schön, wer nicht ist, der. Also, schön handlicher Träger, muss ich echt sagen. Ist eigentlich so, kann man ihn vergleichen von der Baugröße her mit einem 300er Fendt oder mit einem 6120 oder 61. Wie groß gibt es den? 30, ne? Ja. Von dir? Ja. Heißt nicht so? So ja, den wir hatten. Ja. Ist auch so die Größe. Ja, ne? Das ist auch die Größe so. Doch. Würde ich so sagen, doch, oder? Doch. Klar, ist der nicht stufenlos, der John Deere da in dem Bereich? Haben die da was in dem Bereich? Stufenlos, John Deere? John Deere, ja. Da gibt es den R. Genau dieselbe. Stimmt. Ja, genau. Da musst du nur eben ein bisschen mehr im Pommern Tisch legen, ja. Das ist bei diesem genauso. Du kannst ja in der PS-Klasse auch, dann hast du den die Luxum oder Famal. Oder Maxum, das könnt ihr euch auf der KCH-Seite alles angucken. Wer eine größere Kabine haben möchte, dann nimmst du lieber einen Puma. Oder das. Ist die größer, die Kabine, auf dem Puma? Da würde ich auch stark von ausgehen. Ne? Gerne in die Kommentare. Wir sind im Case-Thema ziemlich neu unterwegs. Wir haben das jetzt mal hinbekommen. Mit den größeren geht das auch einfacher. Ja. Die kleineren sind nur schwierig. Hier sind im Gebiet nicht viele. Und deswegen kriegen wir leider immer keinen organisiert. Aber ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben oder uns eine Mail schreiben. Wenn ihr einen Case-Händler habt, der mal Bock hat, uns hier einen hinzustellen, dann... Ja, vor allem den Quantum. Den genau, wollte ich ja gerne mal haben. Das meine ich ja. Detlef jetzt auch noch gesagt. Der hat ja auch ein neues Gesicht gekriegt. Ist natürlich zeitgleich beim New Holland auch. Ist logisch. Ja. Aber das würde ich echt gerne mal machen. Ne? Ja. Ja, Leute, in diesem Sinne... Wer jetzt so einen schönen handlichen Träger braucht, so wie dieser hier, was sagt ihr, D-Lift, den hat er 20 bestellt. Der ist natürlich, wenn jetzt einer so einen Träger braucht, hier einen stufenlosen mit Frontlader, Fronthydraulik, der passt noch ganz anders im Portemonnaie rein, als wenn du heute jetzt einen bestellst. Ihr kennt das alles, wie die angezogen haben. Und das ist natürlich eine Nummer. Ne? Aber man muss nochmal eben, der hat eine echt richtig gute Ausstattung. Also was der schon kann, Lenksystemvorbereitung, hinten ABS-Steckdose, da ist schon mal ein paar Kreuze gesetzt worden. Steuergeräte auch gut bestückt. Muss Klar man kann man noch elektrische vielleicht ein paar mehr noch nehmen oder eins mehr, ich weiß nicht.
Aber sonst ist hier schon, ist das schon schön. Hier die Geschirrkiste, haben wir die gezeigt? Da ist sie hier nochmal am Start, ne? Da ist ja nochmal so ein Tablett drin. Das ist auch schön. Das ist prima. Ja, wir bringen den Kameraden morgen schon wieder weg. Ja. Und haben da jetzt mal so ein bisschen Spaß haben mit können, haben mal das stufenlose Getriebe von Case kennenlernen dürfen. CVX heißt es denn, oder? Ja. Wenn der Schriftzug dran ist, sind die stufenlos. Ja. Oder wie ist das eigentlich? Gerne in die Kommentare, wenn wir was falsch gesagt haben. CVX Drive. Ja, so steht da ja, ne? Auch nicht schlecht, der Name, oder? Ja. Nein, grundsätzlich auch dies mit Fahrpedal fahren. Und Michi wird das auch gleich erklären euch. Ich finde das toll, auch mit dem Hebel fahren und wie du was machen kannst. Das ist schon super. Also jeder, der ein bisschen begabt ist und interessiert am Träger, der kommt mit dem Träger hier sofort klar. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn wir das im Obstbaubereich sehen würden. Ne? Ja. Dass sie das ja hinbekommen. Wenn der so fährt, dann ist das schon mal ein richtig schöne Konkurrenz. Naja, du hast es eben schön gesagt. Und dann mit der Ausstattung und dann das Preisniveau. Den Preis möchte ich nun nicht sagen. Delefant hat mir das so ungefähr gesagt. Ja, aber könnt ihr ja alle anfragen. Ne? Ich finde das echt noch einen geilen Preis für einen stufenlosen Träger. Ja. Ich mag auch das Case Rot. Also das ist ein schönes, das ist eine richtig schöne Farbe. Ja, und komm, wie das Schätzchen hier reinguckt. Mit den Lampen so von vorne. Und ja. Das hat was. Das, also mal ganz ehrlich, das sieht doch richtig aufgeräumt aus an diesem Träger. Du weißt doch sofort, wo du hin musst. Ja. Also da haben die schon überlegt. Ich würde eigentlich sagen, ich springe jetzt auf die Kabine und zeige euch noch mal ein bisschen die Technik. Und dann haben wir euch mal den Quantum, jetzt bin ich schon mal Quantum, den Festrum mal vorgestellt, ne? Jo. Also willst du dich schon verabschieden oder gibt es dich noch ja, ein Video? Ja, würde ich sagen, ne? Ich freue mich auch auf Mittagessen bald, denn heute gibt es Gulasch, ne? Heute Morgen, manchmal frage ich Petra, der Monster, oh, ne? Also ich finde das total geil, wenn wir drei mittags zusammen essen. Das ist richtig toll, das ja finde ich klasse, finde ich das. Leute, in diesem Sinne, sind hier noch so LED-Leuchten? Leuchten die hier auch? Das ist Tagverlicht. Ja, Tagverlicht. Ne? Sieht richtig geil hat er aus, auch. Ne? Ja, du sagst das halt ja immer wieder. Soll ich ihm anmachen? Er hat eine schöne Ausstattung. Warte, machen wir eben Tagverlicht an. Das müssen wir uns noch mal eben gönnen. Oh, er alarmiert schon. Ist ja gar nicht an. Nee, Standlicht ist das. Standlicht hat er nur oben. Ich dachte, das wäre bei Standlicht auch angewiesen. So? Jetzt. Aber die sind nicht unten an, die Dinger. Das ist ja normales Abblendlicht. Aber waren die an? Ach Mann, ich geh mal rauf auf den Träger. Dann würde ich sagen, switch ich mal eben um. Ich brauche nämlich da oben das iPhone. Ja, ich nehme die Kamera, bring die wieder genau an Bord. Also können wir eigentlich, wir sind ja schon so technisch begabt, dass wir jetzt automatisch wechseln können. Super, geil. Da ist er. Halt das Ding mal fest. Warte, wir müssen das noch mal eben aus beenden und hier die Kamera ausschalten und dann kannst du das Ding reinbringen. Ja, Leute. Wir können den anderen auch noch eben aufmachen. Hier unsere Technik hier mit dem Kabel, aber das andere ist kaputt gegangen hier vom Mikrofon. Da mussten wir mal eben schnell hier rumwickeln. So sieht's aus. Nee, aber echt eine geile Ausstattung. Auch mit der Arbeitsscheinwerfer, wenn du das nimmst, ne? Ja. Finde ich gut, aber wir wollen ja jetzt noch mal eben vorne gucken. Mit dem Licht da. Hier ein Teppich auch mit in der Kabine. So, ich mach mal Zündung an. Jo, ist an. Ja, dann kann ich ja schon wieder absteigen. Ja, das sieht natürlich gerne aus, ne? So, da ein ordentlicher Leuchtstreifen. Meinst du, das ist jetzt auch an, wenn ich jetzt Abblendlicht ausmache? Ja. So bin ich gefahren neulich. Ja, so soll es doch sein. Ja, das herrlich. Ist, ja, so ja im Dunkeln. Das ist schon cool, ne? Ja. Der guckt doch rein und sagt, was willst du, Muschi, du? Ja. Also, wir gehen jetzt auf die Kabine. Viel Spaß dabei. Und dann sehen wir weiter. Ich habe ihn mal eben umgefahren und jetzt kann es schon losgehen. Lenkrad habe ich rangezogen. Hier unten ist die Verstellung. Dann können wir es ziehen. Hier oben rein, raus. Ganz klar. Blinker mit Rückstellung über Lenkwinkel. Einmal tippen, er blinkt. Wenn wir ihn jetzt aber bei gerader Ausfahrt nochmal ausschalten wollen, weil wir gegengekommen sind, einfach nochmal tippen, er geht aus. Standlicht. Abblendlicht, er piept natürlich, weil er nicht läuft. Hupe hier oben, funktioniert. Dann haben wir auf der anderen Seite Heckscheibenwischer, Intervallbetrieb, einfach nach hinten. Wenn wir Wischwasch machen wollen, nach unten für hinten. Nach oben ziehen, Wischwasch vorne. Und hier der Intervallbetrieb vorne, Stufe 1 dauerhaft wischen und Stufe 2.
Ganz, ganz easy. Warnblinker da vorne, vorwärts, rückwärts ist hier. Das heißt, parken ist so. Ziehen wir ihn zurück, sind wir in, ja, quasi bleibt er immer so neutral stehen. Neutral würden wir aber hier oben noch schalten können. Das heißt, vorwärts, er springt zurück, rückwärts. Ganz, ganz einfach gestaltet. Lüftungsdüsen hier vorne überall platziert. Hier noch ein Staufach, das denke ich mal ist auch klimatisiert. Die ganzen Bedieneinheiten gehen wir gleich durch hier oben. Ja, hier ist das Radio schon schön verbaut. Wir können unsere Arbeitsscheinwerfer einstellen. Hier nochmal regulieren, ob die Top-Scheinwerfer an sein sollen oder die unten in der Motorhaube. Haben nochmal eine 180 Watt Steckdose. Die Klimaautomatik funktioniert hier natürlich richtig schön einfach. Hier Temperatur einfach einstellen. Wenn das hier auf A ist, dann ist die Automatik drin. So würde es manuell schalten. Hier kommen wir gleich nochmal auf zu sprechen. Verschiedenste Einstellmöglichkeiten wie Trennschalter. Hier die Druckluftbremse, also die Anhängerbremse, die Testfunktion. Das heißt, wenn wir jetzt den Schalter drücken, macht er vom Anhänger die Bremse lose. Wenn wir jetzt zum Beispiel am Gefälle stehen, können wir somit feststellen, hält der Trecker, auch wenn der Anhänger die Luft verliert, das ganze Gespann am Gefälle fest oder rollt er weg. Das kann man hier gut mit testen. Ja, ISOBUS-Funktion, dann einmal die Auto. Ich glaube, das ist diese TIM-Funktion, wenn das Anbaugerät den Trecker steuert quasi. Das können wir hier übereinstellen, können wir jetzt aber nicht ausprobieren. Haben wir alles nicht. Lenksystem ist hier nur die Vorrüstung mit am Start. Ja, und das sind hier alles noch so Sachen wie, hier ist die Schwingungsdämpfung für den Frontlader ein- und ausschalten. Und das kann man gleich am besten sehen, wenn der Trecker läuft. Steckdosen haben wir hier natürlich auch einige. Hier nochmal Plus und Minus einfach so draufgeflanscht. Können wir dann auch rangehen. Das hier ist quasi so ein Freilauf für die Zapfwelle. Wenn wir jetzt ein Anbaugerät haben, wenn wir jetzt die Zapfwelle ausschalten, dass das nicht gleich so ein Schlag geht, sondern dass das noch ein bisschen nachläuft, dann einfach diesen Knopf drücken und dann läuft das noch so ein bisschen geschmeidig nach und bleibt nicht gleich stehen. Die Steckdosen, hier kriegen wir, glaube ich, ein Geschwindigkeitssignal raus. Normale dreipolige, die Zapfwellendrehzahl kann man hier von 45 über 45 E bis zu 1000 einstellen. Wir lassen das Ganze jetzt mal auf neutral. Hier haben wir dann nochmal die Möglichkeit, die Fronthydraulik doppelt wirken und einfach wirken zu schalten. Die Vorderachsfederung manuell hoch und runter zu pumpen. Zwei mechanische Steuergeräte, ganz einfach, wie man es kennt. Und dann sind wir auch schon auf der Armlehne hier. Hier unter verbirgt sich die Einstellung für die Hubwerke. Hier haben wir die Schwingungsdämpfung, meine ich. Dann einmal die Hubhöhenbegrenzung für hinten, dann die Geschwindigkeit für hinten und hier nochmal die Geschwindigkeit für vorne und die Hubhöhe für vorne. Und das hier weiß ich jetzt gerade nicht, was diese AUX-Funktion hier, das Rädchen bedeutet, gerne in die Kommentare. Und dies hier könnte ich mir auch denken, dass das irgendwie die Schlupfregelung ist, aber auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt kommen wir hier auch schon auf zu sprechen und hier ist es erstmal im ersten Moment ein bisschen unübersichtlich, weil so viele Folientasten und Schalter und ja. Wir gehen das aber ganz easy einfach durch. Rechts haben wir hier unsere Heckzapfwelle. Hätten wir jetzt eine Frontzapfwelle an Bord, würde die Heckzapfwelle nach hinten wandern. Hierzu müssen wir einfach den Hebel hoch machen, nach vorne legen. Jetzt läuft sie, wenn wir sie ausschalten wollen, einfach nach hinten und sie ist aus. Diese Taste hier ist für den Stationärbetrieb. Das heißt, wenn wir die Zapfwelle jetzt hier einschalten und wir steigen ab, haben diese nicht gedrückt, würde sie ausgehen aus Sicherheitsgründen. Deswegen diese einmal drücken und sie ist scharf. So, das hier ist das Heckhubwerk. Einmal hier die Tiefenregulierung, Zug- und Lageregelung. Und hier haben wir dann einmal noch das Fronthubwerk, auch die Tiefenregulierung. Wir haben immer so einen kleinen Strich hier zu den einzelnen Funktionen hier nochmal. Da kann man das dann auch nochmal so ein bisschen logisch drauf sehen. Wir können also hier mit den Folientasten auch noch das Hubwerk hoch und runter machen. Und hier auch, wenn man das mal eben schnell machen will, kann man das da betätigen. Dann haben wir hier unsere Steuergeräte, die zwei elektrohydraulischen, die können wir hier auch nochmal einzeln steuern. Haben hier das Lenksystem wieder, damit können wir jetzt aber nichts machen. Hier Vorgewendemanagement, weiß nicht, ob wir das hier auch über aktivieren können. Aufzeichnen, sieht mir danach aus. Drehzahlspeicher könnten wir jetzt hier ganz einfach einstellen, einfach einschalten und dann hier regulieren. Können wir aber auch hier machen. Die Automatikzapfwelle hier vorne, hinten. Für vorne macht es jetzt keinen Sinn, aber hinten haben wir ja eine. Die können wir auch hier einstellen, wann sie auslösen soll, dass sie die Zapfwelle ausschaltet. Automatische Sperre, permanente Allrad, automatischer Allrad. Vorderachsfederung sperren. Und ja, dass sie einfach gesperrt ist, ist logisch. Hier können wir noch einmal die Belegung der
beiden hier tauschen, also einmal die Linearmodule und den Kreuzschalthebel, das können wir einmal tauschen. Dann haben wir hier die Getriebestufen, 3 Stück. Leuchtet dann immer, je nachdem, welche ihr drin habt, leuchten auch so viele LEDs hier auf. Und hier die Automatikfunktion, das heißt, wenn wir die drücken, dann müssen wir mit einem Joystick fahren und selber uns das Gas oder die Drehzahl, die Motordrehzahl geben, wenn das deaktiviert ist. So, das ist das schon mal. Hier vorne die Linearmodule, braun ist hier nicht ausgestattet, liegt aber schon vor. Ich denke mal, es wird auch noch ein viertes gehen, so wie der Platz danach aussieht. Ja, und hier können wir halt einfach Hydraulikfunktion hier bedienen, die Rasten auch. Aber da können wir gleich nochmal hier das noch besser sehen. Der Joystick hier auch, hat auch Rastfunktion, aber nur nach vorne. Die Schwimmstellung, die anderen müssten wir, glaube ich, dann hiermit könnte man die, glaube ich, auf Schwimmstellung schalten. Das war, glaube ich, das hier, der Knopf da vorne. So, dann kommen wir schon hier zu unserem Fahrhebel, kann man sagen. Der bleibt ja stehen, ihr habt das eben schon gesehen. Ich habe aber auch ich kann permanent über beides fahren. Wenn ich jetzt hier so fahre, dann würde ich das Gaspedal leicht runterdrücken, wo ich merke, oh, jetzt habe ich ihn auf dem Fuß und ziehe den Hebel zurück. Würde ich so fahren, dass ich jetzt sage, ich ziehe erst zurück und dann aufs Gas, dann habt ihr diese Unterbrechung im Getriebe, dass ihr dieses Rucken habt. Das heißt, erst gucken, wenn ich jetzt mit dem Fuß fahre und ich möchte hier oben fahren, schiebe ich ihn vor, bis ich merke, oh, wir werden schneller. Und dann gehst du mit dem Fuß vom Gas und dann hast du auch nicht diesen Ruckmoment. Wir können an dem Joystick natürlich hier auch vorwärts-rückwärts schalten. Dann haben wir hier noch einmal 3 Stufen, wo wir Geschwindigkeiten einstellen können. Das heißt, wenn ich jetzt 5 km/h einstelle, zum Beispiel in Stufe 1, dann mache ich den Hebel auf den Tisch und er fährt 5 km/h. Das ist quasi so meine Art Tempomat. Und ich kann diese Geschwindigkeit dann halt auch noch aktiv mit dem Rädchen verstellen. Hier haben wir einmal unsere Steuergeräte. Die kann ich auch belegen, welche ich da drauf haben möchte. Natürlich nur die elektronischen, ist klar. Hier habe ich unsere beiden Hubwerke drauf. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, habe ich das Heckhubwerk hoch, runter. Und hier hinten haben wir nochmal eine Taste dran. Wenn ich diese drücke und ich mache jetzt hier hoch, runter, dann habe ich das Fronthubwerk drauf. Dies hier ist unsere Taste für das Vorgewendemanagement, sage ich jetzt mal dazu. Ich denke mal, dass es auch hier diese Tasten sind. Da kann ich einen Arbeitsablauf einstellen, können wir gleich mal im Display noch gucken. Und wenn ich den drücke, dann spielt er das ab, wie Drehzahl annehmen, Hubwerk hoch oder egal, was du machen willst. Ne? Das kennt man eigentlich schon. Dieser hier ist für die, das Motorlimit. Das heißt, wenn wir den jetzt auf 1500 Touren stellen würden, Hebel auf den Tisch legen, dann fährt er auch nur bis 1500 Touren und beschleunigt dann langsam. Bei 1500 Touren würde er aber nicht die Endgeschwindigkeit schaffen. Deswegen machen wir den mal so auf 3/4 Stellung. Dann schafft man die 45 km/h. Er drosselt sich irgendwie auf 1700 Touren oder 1650, weiß ich gar nicht genau, oder 1750. Und dann passt das. Haben wir den jetzt auf Max 2300 Umdrehungen, dann würde er beim Kickdown volle Drehzahl. Ihr braucht mehr Diesel, tut nicht Not. Deswegen ein bisschen zurücknehmen. Wenn man das mal braucht, kann man ihn mal nach vorne schieben. Handgas ist hier neben. Dann haben wir hier noch unsere Armlehnenverstellung. Elektrisch geht jetzt nicht, weil die Zündung aus. Wir können ihn aber ja eigentlich auch schon mal Zündung geben. Ne, Radio geht schon an oder muss ich noch einen weiter? Einen noch weiter. So, jetzt können wir hier auch elektrisch unsere Armlehne verstellen. Das ist eigentlich so die komplette Steuerung hier. Hier hinten nochmal das Zugmaul, ne? Ganz klar. Der Sitz hat auch eine schöne Funktion. Wir können ihn einmal so umklappen, können ihn dann auch noch schwenken. Das kennt man aber auch schon mittlerweile. Und auf dieser Seite haben wir natürlich den Beifahrersitz. Auch schön, dass wir hier uns noch so einen Esstisch machen können, ne? Handbremse nach unten nochmal, brauchen wir aber quasi nicht, weil wir ja hier immer die Handbremse drin haben. Deswegen hat er eben auch gepiept, weil wir das hier nicht drin hatten. Hier hinten nochmal ein schönes Staufach und Zigarettenanzünder, Steckdose, Jackenaufhänger. Alles am Start. Im Griff hier nochmal. Wir können die Heckscheibe auch nochmal aufmachen, wie weit sie aufgeht. Schön senkrecht, man guckt da nicht so gegen. Wir haben hier einen Griff zum Zurückholen. Das ist schon nicht schlecht. Der Blick nach hinten raus. So sieht das Ganze aus. Ich würde jetzt mal sagen, wir gucken jetzt erstmal hier aufs Display noch ein bisschen.
das, was wir ohne laufenden Motor machen können. Aber wir können ihn auch starten. So laut ist es ja nicht in der Kabine. Einfach anreißen und es geht los. Wir fangen jetzt erstmal hier hinten an mit den kleinen Displays, die wir hier sehen. Ganz oben schön oldschool gehalten, hier Temperaturanzeige, Tankanzeige und hier die ganzen Warnsymbole, Handbremse etc. Der zweite Display, oben die Motordrehzahl. Dann haben wir hier, was ich eben sagte, unsere drei Stufen. Wenn ich jetzt hier auf dem Joystick die drei Stufen auswähle, kann ich hier dann auch mit dem Rädchen, was ich euch eben gezeigt habe, aktiv die Geschwindigkeit verstellen. Die sind aber geordnet, die Stufen. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterdrehe, da unten so, dann seht ihr auch, dann geht die nächste Stufe auch mit runter. Drehe ich jetzt ganz weit runter, dann würde auch jetzt gleich die nächste anfangen und wir drehen alle Stufen. Das heißt, die sind immer logisch angeordnet. Das ist aber auch richtig so, dass ihr immer ganz unten in der Stufe die langsamste Geschwindigkeit habt, damit ihr immer, wenn ihr jetzt Plus drückt, eine schnellere Geschwindigkeit habt. Weil stellt mal vor, ihr hättet jetzt hier unten 45 km/h eingespeichert und hier oben 2,6. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass das fürs Getriebe natürlich nicht so geil ist. Und deswegen denke ich mal, ist das so rum aufgestaffelt. Natürlich könnte man aber auch von 45 auch so rumschalten auf 2,6. Also im Endeffekt das Gleiche. Aber ich denke mal, es ist so rum logischer angeordnet. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was sie sich dabei gedacht haben. Wir sehen hier dann auch immer noch, was rückwärts für eine Geschwindigkeit eingestellt ist. Wenn ich jetzt hier runtergehe, sehen wir, hier sind 16, 14 und 19. Parkposition, Geschwindigkeit aktuell. Das hier ist, glaube ich, irgendwas mit unserer, ist das der DPF? Sehen wir den Belastungszustand da? Ich weiß es nicht genau, aber auch das immer in die Kommentare mal rein. Die Uhrzeit, ganz klar. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal in vorwärts reingehe, löst auch die Handbremse. Wir sehen hier oben vorwärts und die Geschwindigkeiten gehe ich auf rückwärts, wechseln die natürlich. Und dann haben wir auch drei Stufen, die wir hier einstellen können und sehen jetzt hier für vorne die 2 km/h. So hat man das mal schön im Blick. Und das finde ich schon ganz gut, dass man das hier eben schnell sehen kann. Wir haben auch die Funktion, wenn ich jetzt zum Beispiel fahre und wir drücken die Vorwärtstaste länger gedrückt, dann kommt da hinten hinterm Trecker so eine Schlangenlinie. Seht ihr das? Oder ich drücke die, wenn wir jetzt mal rückwärts fahren, drücke ich jetzt mal für rückwärts die, dann kommen die vor dem Trecker. Und diese Linien, so wurde mir das erklärt, sollen so sein, wenn wir jetzt ein Gefälle runterfahren und das Anbaugerät schiebt uns nach, zum Beispiel der Anhänger. Dann können wir hiermit, wenn wir das drücken, den Anhänger, die Bremse ganz leicht ansteuern, dass er die Bremse so leicht anzieht und wir nicht diesen Schub, dieses Nachschieben haben. Das heißt, hier drücken und dann kommen ja diese, ich muss eben fahren, dann kommen diese Schlangenlinien da, die man hier sieht immer, und das soll das Ganze bewirken. Kann ich jetzt hier so nicht testen, ich habe hier kein passendes Gefälle. Hier unten sehen wir, ist das hier Getriebetemperatur oder was ist das hier, oder Lüftung? Auch Lüftungsstufen. Also einmal sehen wir, wenn ich an der Lüftung, an der Klimaanlage hier drehe, dass sich auch die Temperatur verändert. Die Gebläsestufen verändern sich auch. Max, das sind die Anzeigen. Und hier sehen wir den Modus und nochmal, welcher eingestellt ist. Und das hier oben, weiß nicht, ob das irgendeine Öltemperatur ist, schreibt das mal in die Kommentare. Ja, wir können jetzt hier noch wechseln, was wir hier sehen wollen. Also wir können jetzt hier mal eben durchschalten, der Ton ist auch richtig hörbar. Wenn ich hier schalte, also hier sind, das sind wahrscheinlich irgendwelche 4,4 Bar, das ist die Druckluftanlage, denke ich mal. Spannung. Also hier kann man noch einiges abrufen, da wollen wir aber jetzt nicht alles im Detail durchgehen. Okay. Steuergeräte. Ja, also kann ich hier auch wahrscheinlich mal so durchwischen mit. Ist das gleiche, als wenn ich die Tasten drücke, Spritverbräuche. Ja. Aber ich kann nur hier unten wechseln. Ne? Oben, das wird wahrscheinlich immer stehen bleiben. Er hat jetzt automatisch die Bremse reingezogen, weil wir länger stehen mit vorwärts. Das macht er auch.
haben wir aktuellen Spritverbrauch, können wir ja mal lassen. So, das war jetzt dazu. Jetzt kommen wir hier auf dem Hauptmonitor zu sprechen. Hier geht das Leben ab eigentlich quasi vom Trecker. Hier sehen wir jetzt mal die Übersicht. Motordrehzahl, die aktuelle natürlich, Motorlast, Motorlimit, das was ich hier eben sagte. Wenn ich hier anstelle, können wir das hier schön einstellen. Wir können das ja mal auf 17,50 machen. So genau kann man es glaube ich nicht, oder? Ah, 60, ich schiebe mal ganz langsam. 40, ja, lassen wir so. So, darunter haben wir dann das Fronthubwerk. Ja, das haben wir jetzt verstanden. So, das Fronthubwerk, die Position ist jetzt ganz unten. Ich habe das jetzt gerade mal eben hochgefahren. Dann sieht man hier die 100%. Jetzt ist es aber gesperrt. Der Schalter hier oben ist zum Entsperren. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben drauf drücke, entsperre ich nur die Steuergeräte. Wir sehen das hier. Und mache ich ihn jetzt nach unten, entsperren wir beides. Steuergeräte und Heckkraftheber. In der Mitte ist beides gesperrt. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, zwischen der Fronthydraulik und den Frontlader zu wechseln. Das heißt also einmal, wenn ich jetzt hier steuere, habe ich jetzt hier das Hubwerk vorne drauf. Ihr seht das jetzt, glaube ich, schlecht. Schalte ich jetzt das hier um, dann habe ich jetzt hier den Frontlader drauf. Hier müsste dann die Dämpfung drauf liegen. Ist das so? Also wurde mir das, glaube ich, erklärt, dass das hier die Schwingungsdämpfung sein soll. So, genau. Dann sehen wir hier einmal die Zapfwellenlast, Uhrzeit, Datum, Motorstunden, Heckhubwerk, genau das gleiche, die Position und die Heckzapfwellendrehzahl. Hier an der Seite nochmal Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt fahren, dann sehen wir da auch die gefahrene Geschwindigkeit, Distanz, bearbeitete Strecke, also all sowas können wir hier sehen. Wir haben jetzt hier aber noch mehr Bilder. Bild 2, Bild 3, Bild 4 und dieses Sachen können wir uns aber auch noch gestalten, was wir da sehen wollen. Kommen wir gleich zu. Hier oben haben wir nochmal quasi so einen Schnellzugriff oder so eine Shortcut-Konfiguration, die kann man sich hier auch belegen. Hier ist jetzt nichts belegt, dann könnte ich jetzt hier auswählen, was ich da haben will. Zum Beispiel, was haben wir hier denn so? Gesamtleistung, Geschwindigkeit, also alles Mögliche hier kann man sich da hinlegen. Und dann hat man jetzt zum Beispiel hier, jetzt ist hier Drehzahl, kommen wir sofort ins Drehzahlmenü und können hier die beiden Drehzahlspeicher einstellen. Das haben wir hier oben dann mit der Schnellauswahl, sage ich da jetzt mal zu. Hier sehen wir einmal den Zustand fürs Frontkraft, das Fronthubwerk. Wenn ich das jetzt mal hoch mache, dann sehen wir auch, müssen wir mal eben umschalten hier, so. Jetzt mache ich runter, das Symbol wechselt sich, mache ich hoch, geht es nach oben. Und das gleiche auch für hinten, Heckhubwerk geht runter. Und das Heckhubwerk müsste, achso, wir haben es jetzt hier gesperrt, ja, dann geht es auch nicht. Jetzt wechselt das auch. Aber das Ganze, also das Heckhubwerk, das Fronthubwerk funktionierte wie so ein Steuergerät quasi. Deswegen wird das bei den Steuergeräten schon mit entsperrt und hier, das ist nur der Heckkraftheber, was wir hier entsperren. So, das dazu, jetzt bin ich hier gerade rausgesprungen. Genau, eigentlich, wenn wir jetzt zurückgehen, kommen wir hier zu der Übersicht, zu den ganzen Funktionen. Einmal das Setup, hier können wir Einstellungen machen, Uhrzeit, Datum, Fahrereinstellungen, Layout-Einstellungen, das ist das, was ich eben sagte. Hier können wir dann die Bilder, die ihr eben gesehen habt, Bild 5 zum Beispiel, dann sehen wir hier, was da drin ist. Das ist Standardauswahl. Wir können jetzt aber auch sagen, wir wollen jetzt eine neue Auswahl machen oder wählen was aus von vorhandenen Layouts und können dann hier halt uns das Ganze hinlegen und sagen, jetzt möchte ich hier aber was anderes liegen haben, Batteriespannung oder egal was, und dann würde er das übernehmen. Ne? Also das ist so hier die Sache. Ich finde das Ganze ein bisschen unübersichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So auf den ersten Einblick oder Eindruck, wie man das Ganze hier sieht. Klar kann man sich das hier alles so aussuchen, aber das können andere ein bisschen besser. So,
die Software-Seite hier. Da würde ich mir noch wünschen, wenn das ein bisschen... Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Benutzeroberfläche hier findet von Case. Ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde, das könnte man noch ein bisschen aufhübschen und ein bisschen logischer so anlegen. Genau, das war das Layout. Traktor, Anbaugeräte und was haben wir hier noch? VT aktiviert, easy. Das ist auch noch irgendeine Einstellung, kann ich jetzt gerade so nichts zu sagen. So, jetzt gehen wir hier mal wieder raus. Diagnose ist klar, ne? Fehler, egal was. Sprache können wir hier noch einstellen. So. Oder was war das hier eben? Ach so, hier sehen wir nur die Software-Sprache. So. Datenverwaltung, da kann man wahrscheinlich irgendwas importieren, exportieren. Da können wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Hauptbildschirm ist dann wieder diese Ebene, was wir sehen, also unser Hauptbildschirm. Hier können wir dann sehen, was wir uns hier eingestellt haben, was man sehen will. Betriebsdaten. Hier sehen wir dann so, ja, das sind auch so Zähldaten, Betriebsdaten halt einfach, ne? Kann man hier sehen und sich mal so durchklicken, was hier alles so angezeigt wird. Isobus haben wir jetzt nichts angebaut, können wir auch nicht drauf eingehen. Steuergeräte, einmal die hinteren Ventile. Hier sind dann bei F die Frontventile oder die vorderen Steuerventile. Priorität, hinten der Timer, vorne der Timer und Steuergeräte sperren oder konfigurieren. So, jetzt können wir hier ganz einfach Plus, Minus einstellen, ne, wenn man hier auf den einzelnen Punkten drauf geht. Für vorne genau das Gleiche. Also wir haben ja einmal elektrische Steuergeräte, blau und grün. Und die können wir jeweils für vorne und hinten einstellen und dann wechseln halt. Priorität ist, denke ich mal, klar, wenn man jetzt ein Steuergerät auf Priorität haben will. Hinten die Zeitsteuerung, einmal für Plus, einmal für Minus, die können wir hier einstellen. Und dann können wir hier auch sagen, Zeitsteuerung deaktivieren oder aktivieren. Also ich müsste dann hier mal eben eine Sequenz einstellen. So, und jetzt könnte ich das aktivieren oder deaktivieren, wenn ich hier drauf tippe. Wir machen das Ganze wieder auf 0, dass wir hier keine Zeitsteuerung haben. Ganz durchziehen wäre Dauerbetrieb. Wir sehen ja hier die Schleife. Dann einmal tippen und er läuft dauerhaft. Ne? Ja, sperren ist auch klar. Kann man hier dann einzelne antippen. Und wir können noch konfigurieren. Können jetzt sagen, wir wollen jetzt hier auf dem Joystick. Diese Tasten können wir irgendwie nicht konfigurieren. Wir können aber jetzt hier sagen, dass wir die Steuergerättasten hier nochmal konfigurieren wollen. Zum Beispiel blau oder was wir da drauf haben wollen oder Standard. Ne? Das Ganze geht auch, geht das hier auch? Nee. Das ist wie gesagt jetzt hier der Wechsel. Ich drücke rauf, er wechselt auch hier die Lampen. Ja, also diese Lampen sind genau das gleiche, kann ich auch hier machen. Und jetzt habe ich den Frontlader hier drauf. Oder jetzt das Heckhubwerk, wir müssen ja hier wieder umschalten für den Frontlader. Jetzt habe ich den Frontlader hier drauf und kann den Frontlader jetzt quasi hier bedienen. Aber macht in meinen Augen jetzt für den Frontlader zum Beispiel jetzt gerade keinen Sinn, aber vielleicht für ein anderes Anbaugerät. Können wir dann hier nochmal tauschen und hier ist jetzt das drauf, was eigentlich auf den Lineal-Modulen drauf war, aber jetzt haben wir ja kein Anbaugerät angebaut. Deswegen, wir können jetzt auch hier wechseln mit dem Knopf. Ich drücke den jetzt, den seht ihr hier am Display auch, dass er das auch wechselt. Auf 3 haben wir dann nochmal die Tasten hier, die Steuergeräte haben. Die können wir uns auch noch belegen und können ein anderes Steuergerät da hinlegen. Wir haben jetzt nur 2, deswegen geht da nicht mehr. Ne? Das zu den Steuergeräten. Betriebszustand, Anbaugerät. So, wir sehen ja hier Heck, Heck 1, Heck 2, vorne 1, vorne 2. Das sind so Speicher quasi. Ich sag mal Speicher. Du kannst jetzt hier diese roten Striche hier konfigurieren. Das heißt, du gibst das jetzt hier einmal alles ein, drehst dir das hier so hin, wo du das haben willst. Ne? So mit den Hydraulikeinstellungen hier ein bisschen justieren. Und dann gehst du hier auf Speichern, gibst hier oben noch ein, wo drauf er das speichern soll. Die Namen und so. Und dann hast du hier diese roten Striche und könntest jetzt reingehen und die Teile da nach hinten drehen zum roten Strich, zum Beispiel die Tiefregulierung. Und dann hast du das für das Anbaugerät eingestellt. Also ihr müsst dann quasi trotzdem noch hingehen und die Rädchen da auf die roten Striche drehen, so wie ich das jetzt rausgefunden habe. Also ist es jetzt kein Speicher, der das automatisch einstellt. Ist aber ja auch logisch, weil diese Rädchen hier, die haben ja auch eine... Die können ja nicht im Kreis drehen, also die haben ja keinen, die haben ja eine gewisse Position und deswegen kann das System das ja nicht übernehmen, also es funktioniert ja nicht. Dann müsste man das anders lösen.
Und das Ganze kann man auch für vorne machen. Zwei Speicher habt ihr hier und das war es dann auch schon. Hier nochmal Einstellungen. Da kommen wir dann zu den Drehzahlspeichern. Was mich so ein bisschen stört, es sind immer so hinterlegte Menüs immer. Die ist ein bisschen tiefer, die Software. Ich würde das gut finden, wenn die Benutzeroberfläche ein bisschen flacher aufgebaut ist. Dann steigt man meistens ein bisschen besser durch. Ja, Drehzahlspeicher ist logisch. Kannst du hier einfach so verstellen, justieren. Entweder hier mit den Pfeiltasten. Und dann kann man das für den ersten und zweiten machen und auch hier wieder auf seinem Gerät da irgendwie Anbaugerät auswählen. Schlupfregelung. Schlupfalarm kann man hier wo einstellen, wann er sich melden soll. Das hier ist die automatische Zapfwelle. Hier kannst du die Höhe eingeben, wann und wo sie aus- oder angehen soll. Und das hier ist nochmal der Schaltpunkt Hektarzähler, automatisch oder manuell. Ja, dann sind wir hier auch schon wieder durch. Betriebsdaten. Jetzt kommen wir hier in HMC. Betriebszustand war das. HMC hier, das ist das, was ich erst sagte mit dem Vorgewendemanagement, wo wir dann Arbeitsabläufe abspeichern können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf das Plus gehe, können wir hier auswählen zwischen den Traktorfunktionen. Gehen wir jetzt mal hier auf den Steuergerät, können wir jetzt das Steuergerät blau auswählen und hier dann auch noch Schwimmstellung etc. Oder wir gehen zum Beispiel hier, was haben wir hier denn drauf? Zapfwelle. Was haben wir hier? Lenkung. Achso, automatisch lenken. Vorderachsfederung, Sperren. Also all so eine möglichen Funktionen, brauchen wir nicht alles durchgehen jetzt. Die kann man sich dann hinlegen. Hier ist es jetzt ja mit dem Lenken hingekommen. Ihr könnt jetzt hier auch reingehen und sagen, noch einen Schritt hinzufügen oder Schritt bewegen oder den Schritt löschen. Ich habe ihn jetzt mal gelöscht. Hier sind schon andere Schritte mit drin. Wir können jetzt hier aber auch wieder raufklicken. Also es ist so logisch schon gemacht, wenn wir das jetzt ändern wollen. Wir können hier auch gleich die Drehzahlgeschwindigkeit ändern, eine Zeit einstellen oder den Auflösepunkt von Zeit auf, wenn das Hubwerk unten ist oder man kann da so ein bisschen mit rumspielen. So, jetzt habe ich das Ganze hier gespeichert. Hier oben ist immer Speichern. Wenn man hier rauf geht, kann man das auf Platz A oder B speichern. So, ich starte das jetzt mal. Jetzt ist das aktiv. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel drücke oder hier am Joystick, kann das ja jetzt auch mal hier machen. Bei Fahren brauche ich ja gar nicht. Ach so, hier kann ich das aktivieren. Genau, so ist aktivieren. Das, was ich jetzt eben im Display gemacht habe. Und kann ich dann auch hier Play drücken? Auto und hier steht kein Auto. Na gut, auf jeden Fall, wenn es aktiv ist, kann ich jetzt hier mit der Taste es aktivieren. Es wird wiedergegeben und wir haben Arbeitsablauf. Drehzahlspeicher wurde aktiviert. Genau, jetzt haben wir natürlich keine Deaktivierung da drin. Er hat ihn jetzt nur aktiviert, dann müsste man auch Drehzahlspeicher aus einstellen. Aber sowas geht halt. Das ist das dazu. Beim Zubehör haben wir nochmal die Möglichkeit, dass wir hier einen Timer einstellen können oder mehrere und dann quasi alarmiert werden. Ne? Das löschen wir. So, rechnen können wir auch hier. 1 plus 1 kriege ich ja hin, ist 2. Und wenn ihr mal was schnell ausrechnen wollt, könnt ihr das hier auch machen. Das war es eigentlich schon hier im Display. Wir haben das mal grob schnell durchgeflogen. Ihr seht das hier. Was wir jetzt noch mal ausprobieren ist, wir fahren mal vorwärts. Jetzt haben wir das Ganze hier in der Getriebestufe 1. Damit startet er auch immer. Und wenn ich jetzt vorwärts reinmache, geht das schön soft. Kein Rucken, kein Racken. Er wartet einen Augenblick und macht vorwärts rein. Und wir fahren vorwärts. Gehe ich jetzt mal in den, ich gehe gleich mal in 3 rein. Dann merkt man das ein bisschen besser, glaube ich, über die Kamera. Sind ganz schön langsam unterwegs vorwärts, wenn wir ein bisschen schneller machen. So, und ich jetzt rückwärts mache, geht es wesentlich schneller. Ich denke mal, man sieht das auch ganz gut, dass das ein bisschen fixer alles abgeht. Oh, und das sind halt hier die Getriebestufen. Mache ich das jetzt hier mal auf Auto, dann seht ihr, mein Träger fährt nicht. Warum fährt er nicht? Weil ich jetzt das so habe, dass ich mit dem Hebel fahre, ohne Gas. Und muss selber mit dem Fuß Gas geben. Da kann man auch mal mit rumspielen. Letztendlich denke ich mal, auf Auto ist es am besten. Und Zapfwelle können wir auch mal starten. Legen wir eine Gruppe ein. Zack. Und jetzt Hebel nach vorne. Läuft an. Jetzt sind wir noch im Vorwärts drin gewesen. Aber ja, man sieht das hier. Wenn ich jetzt hier die Taste drücke, leuchtet sie grün. Und jetzt kann ich auch absteigen. Was hat er jetzt?
Er piept, dass ich vom Sitz gegangen bin. Ich glaube, das war der Grund. Aber Zapfwelle läuft. Bleibt auch an. Setzen wir uns rauf, geht die Lampe aus, damit das beim nächsten Mal absteigen wieder erst aktiviert werden müssen, muss, damit hier kein Problem auftritt. Frontlader geht schön fix, das muss man echt sagen. Da kannst du schon echt schnell mit arbeiten. Wie gesagt, hier mit dem Wechsel, das muss man erstmal so ein bisschen raus haben. Jetzt ist das Hubwerk drauf. Wir können das hier nochmal einfachwirkend machen. Oder doppelwirkend, wie man es möchte, das Fronthubwerk. Haben hier die Sperrfunktion, also so ist das, die Steuergeräte nur frei und so ist beides frei, ne? So ist beides gesperrt. Da muss man auch erstmal so ein bisschen reinkommen im ersten Moment. Aber wenn man, das ist immer so, wenn man die Maschine erstmal kennengelernt hat, dann kommt man da rein. So, jetzt sind wir ja abgestiegen und jetzt kann ich nicht losfahren. Kupplungspedal. Das ist auch immer beim Neustart so. Einmal treten und jetzt vorwärts und jetzt geht's. Er löst die Bremse und wir können losfahren. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen fixer fahren. Machen wir auf 45. Ja, ich drehe falsch rum. So, löst die Geschwindigkeit. Machen den Lader noch mal ein bisschen runter. Also, man merkt natürlich manchmal diese Schaltvorgänge, dass das Getriebe nochmal schaltet, aber an sich fährt das wirklich richtig schön stufenlos. Das muss man sagen und man kann da echt gut mit arbeiten. Man kann das Ganze aber auch noch einstellen, dass er, wenn du jetzt eine Arbeit hast und das Getriebe immer zwischen zwei so Gängen quasi wechselt. Weißt du, 1-2, 1-2 und das nervt dann. Weil ihr genau in dem Geschwindigkeitsbereich fahrt, kann man ihn auch noch sperren, sodass er wirklich dann nur in dem Gang bleibt, in dem ihr auch sein wollt und nicht immer diesen Wechsel habt. Ne? So, wir können ja hier mal auf 0 richtig runter das Motorlimit runterziehen und ich mach mal, tritt mal voll durch, dann seht ihr, er geht nicht höher als 1100 Touren und beschleunigt dann zu der Geschwindigkeit, die er mit dieser Motordrehzahl schaffen kann. Ja, so sieht das Ganze aus. Ne? Ich würde sagen, wir können jetzt mal eben noch eine kleine Frequenz einblenden, wo ich mit Papa auf dem Weg fahre, mit 45 und gucken uns das Ganze auch nochmal an. Und dann ist das Video schon raus. Papa hat eben schon Schau gesagt, ich sag jetzt Schau, weil wir in dieser Frequenz gleich kein Schau mehr sagen. Also in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Also, ciao. Für uns beiden Großen ist hier nicht so viel Platz, ne? Ja, es kommt drauf an, wie weit man fährt, ne? Ja, also das geht alles, auf jeden Fall. Aber auch die Kopffreiheit, muss ich sagen, die hätte ein bisschen mehr sein können, wenn ich das bei Papa sehe. Ja, das ist ja nun mal, der Trecker ist so gebaut, wendig, kompakt, auch von der Höhe. Und wenn jetzt einer zum Beispiel Stelle auf dem Betrieb hat, wo der Trecker auch durch soll, dann ist das schon eine geile Sache und er will stufenlos fahren, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, ob es den Trecker mit einer höheren Kabine gibt. Das weiß ich jetzt nicht. Gerne in die Kommentare. Guck mal, er zeigt uns hier den Weg. Er flackt auch ein bisschen. Ja, fahren wir hier mal. Da läuft einer mit dem Hund. Da fahren wir eben rein, ne? Ja, wie du sagst. Ja, da fahren wir durch. Man merkt, wenn man jetzt so das ein bisschen hört oder fühlt, dass er schon schaltet im Getriebe, ne? Also wenn du jetzt fährst, dass er dann schon mal Wechsel macht, ne? Ja, und sie haben dasselbe ja übernommen wie in den anderen stufenlosen KCH-Träger. So wurde uns das gesagt, ja. Und das finde ich auch schon schön, dass sie dem treu geblieben sind, wenn jetzt ein Kollege darauf kommt. Ja. Ist das ja schon schön. Ne? Straßenlage finde ich gut. Ja, du hast sie jetzt ja auch warm gefahren, ne? Aber da nochmal zu, wenn der nicht warm genug ist, dann sagt der Träger auch eine Meldung und dann fährt er auch nicht Endgeschwindigkeit. Also du musst ihn schon eben ein bisschen warm laufen lassen, wenn das jetzt richtig kalt ist im Winter. Ja. Und dann sagt er schon Bescheid, dass du das Getriebe da nicht zerlegst. Aber auch so mit der Haube, sie geht leicht schräg nach vorne. Wir haben hier auch die Fronthydraulik mit am Start.
Man kann auch links und rechts noch was sehen. Denn mit so einem Front- und Heckgewehr kann der Bobby ja auch los. Ne? Auf jeden Fall, denke ich. Ne? Ist schon dann, also so groß ist er jetzt ja nicht von der Baugröße, oder? Was würdest du sagen? Kann man so vergleichen mit einem 300er Fan, ne? Ja. So die Größe. Auch von der Ausmaße, ne? Ja. Finde ich auch. Jetzt kommt ein Auto von vorne. Jetzt hier umdrehen, oder? Soll ich hier umdrehen? Ist egal. So, das Hebel nach vorne. So, wir sehen das hier oben. Er ist wirklich gut gesteckt mit 46. Genau, geht jetzt runter auf 17,50. Also da bist du schon zügig unterwegs, ne? Ja, ich finde das vor allen Dingen. Irgendwie mit Reifen und alles, mit der Vorderachsfederung, irgendwie ist das schnuggelig. Das schüttelt hier nicht, das rüttelt hier nicht, hier klappert auch nichts in der Kabine. Ja, Kabinenfederung, Vorderachsfederung, wir haben hier eine Schwingungsdämpfung im Frontlader, also das ist schon eine richtig schöne Sache. Ne? Und mit dem Hebelfahren geht auch. Geht auch. Gerade wenn du so auf der Straße fährst, finde ich das dann ganz angenehm. Ne? Das ist ja quasi dann so eine Art Tempomat, ne? Hebel auf dem Tisch und Abfahrt.